Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Wir testen heute einen X-Racher für euch. Als erstes soll es da um die neue Sorte Pulp Fiction gehen. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So. Da sind wir wieder mit dem Pulp Fiction. Wie gesagt, eine der fünf neuen Sorten von X-Racher erkennt man auch ganz einfach an dieser wunderschönen roten Dose. Als erstes geht es um den Pulp Fiction und da müssen wir natürlich erstmal drüber reden, was da drin sein soll. Das Ganze ist ein Erdbeer-Himbeer-Eistabak. Bin ich sehr gespannt, klingt auf jeden Fall schon mal geil, gibt es nicht viele gute von. Deswegen sind wir da auf jeden Fall gespannt. Kosten tut euch die Dose 16,90 Euro, also ganz normaler Tabakpreis mittlerweile. Und ihr habt so eine schöne Plastikdose, die ist rot, innen drin Aromafolie, Aromafolie abmachen und da liegt der Tabak auch drin. Den gucken wir uns jetzt genauer im Kopfbau an, da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit, ist ein schöner, feiner Schnitt, wenig Ästchen, Molasse sehr, sehr gut aufgenommen, keine überschüssige Molasse am Dosenboden, genauso wie das sein soll. Ja, wir kommen zum Geruch bei Warren und ihr guckt euch bei mir nochmal die Wolken an. Also es ist auf jeden Fall eine krasse, fruchtige Sorte. Also muss wirklich sagen, es ist sehr süß. Unheimlich süß, muss ich wirklich sagen. Aber es gefällt mir ziemlich gut. Ihr habt weiterhin noch so eine schöne, kühle Eisnote dabei. Und ja, Erdbeere, Himbeere rieche ich tatsächlich erst raus, wenn ich weiß, dass es drin sein soll. Am Anfang dachte ich mir einfach, ja okay, das ist irgendwie so eine Fruchtmix-Sorte. Also so, ja... Die Erdbeere riecht man doch schon gut raus. Die Himbeere ist eher so ein bisschen im Hintergrund. Also die ist nicht jetzt wirklich so mega präsent. Mhm. Ich muss zum Teil widersprechen und zum Teil 100%, aber zum Teil zustimmen, weil ja, er ist süß, aber ich finde, wenn man jetzt sagt, es ist ein süßer Tabak, dann gibt es ein falsches Bild von dem Tabak. Durch diese Menthol-Eisnote, die da eben mit am Start ist, wirkt er dann gar nicht so süß. Aber ja, die Erdbeere und die Himbeere waren wahrscheinlich ziemlich süß. Ich finde, die Erdbeere riecht man ganz gut. Also ich habe vorher nicht gewusst, was drin sein soll. Dann haben wir irgendwann nachgeguckt, was drin sein soll. Erdbeer-Himbeer, okay, ja stimmt. Erdbeere habe ich mir gedacht. Himbeere habe ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir wissen ja, dass Himbeere eh so ein relativ schwer zu treffender Tabak ist. Der einzige Tabak, der mir überhaupt einfällt, der bei Himbeere was taugt, ist der Genelis Raspberry von Darkside. Ansonsten, noch ein zweiter, der PX1-Himbeer. Stimmt, der PX1-Himbeer wäre auch nicht schlecht. Aber das sind wirklich so die einzigen paar Himbeertabaks, die wirklich was taugen. Ich finde aber, das kommt ganz gut so als saure Beigabe bei der sehr, sehr süßen Erdbeere und riecht auf jeden Fall ziemlich gut. Die Wolken seht ihr ja schon, raucht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da kann man sich nicht beschweren. Geschmacklich mache ich direkt weiter, ist es für mich genau dasselbe. Ihr habt eigentlich eine süße Erdbeere im Vordergrund. Dann sowas leicht Saures im Hintergrund, es schmeckt nicht wirklich nach Himbeere, aber das würde ich dann einfach mal als Himbeere interpretieren. Und ihr habt eine ziemlich gute Eisnote, also Leute, die es nicht frisch mögen, für die ist der Tabak nichts. Ich feiere es auf jeden Fall brutal, für mich ist das Nonplusultra, also das perfekte Level, richtig schön kühl, angenehm frisch, so wie das für mich sein muss. Ja, wie siehst du das Ganze? Ja, beim Geschmack, ich habe immer so ein bisschen Abstand von X-Racher genommen, weil ich immer der Meinung war, dass die so eine Grund-Tabak-Beinote haben. Das ist mittlerweile bei der neuen Produktion gar nicht mehr so. Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert von X-Racher, dass der Tabak jetzt bei uns ist und einfach so gut schmeckt. Also ihr habt gar keine Grundtabaknote, ihr habt definitiv schön die Himbeere und auch die Erdbeere. Die Erdbeere ist natürlich präsenter und trotzdem halt noch diese geile Eisnote. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut und deshalb werde ich dem Tabak auch die 9,5 Sterne geben. 9,5, weil... Ich finde einfach, die Himbeere müsste noch ein bisschen präsenter sein, damit ich wirklich begeistert wäre. Also mir fehlt ein bisschen die Himbeernote, um wirklich auf die 10 Sterne zu gehen. Aber trotzdem finde ich, für 9,5 Sterne ist er auf jeden Fall ziemlich gelungen. Es ist auf jeden Fall ein sehr leckerer Tabak. Ja, weiterhin auch beim Rauchen habt ihr weiterhin diese Süße, aber trotzdem auch noch die Frische, die mir ziemlich gefällt. Sowas Säuerliches habe ich jetzt... gar nicht so krass. Also es ist eher so schön im Abgang eher, ja. Aber nicht präsent. Ja. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. 9,5 Sterne ist auf jeden Fall eine krasse Ansage. Also für einen Himbeer-Erdbeer-Tabak müsste ich ihm eigentlich eher so 8,5 geben. Aber ich muss trotzdem sagen, auch bevor ich nachgeguckt habe, was drin sein soll, hat er mir brutal gut geschmeckt und ich habe Kopf nach Kopf davon geraucht und konnte gar nicht aufhören.
Deswegen kann ich ihm nicht 8,5 Sterne geben. Es funktioniert nicht. Er schmeckt mir zu gut. Auch wenn die Himbeere schon fehlt bei dem, was es sein soll. Aber ich werde mich bei den 9,5 Punkten, also 9,5 Sternen auf jeden Fall anschließen, weil es ist ein verdammt leckerer Tabak, den ich sehr, sehr gerne rauche, der in fast jedem Setup gut läuft. Also den haben wir im Tonkopf geraucht, da lief der wunderbar. Im Apo läuft der wunderbar und im Funnel läuft der einfach nur noch überragend, sowohl im Abstand wie auch im Overpack. Also ich habe dem auch schon wirklich voll Overpack und 4 Kohlen drauf und gib ihm, und da ist nichts passiert. An der Stelle vielleicht noch ein paar Worte zu unserem Setup. Wir rauchen die Stimulation White Prime mit dem 80 Feet von Somo und Hooker John und obendrauf ein Kaminsieb und da sind 3 Kohlen drauf. Läuft wunderbar. Ich würde sagen, wir einigen uns auf die 9,5 Sterne. Brutaler Tabak, könnt ihr gerne mal irgendwie probieren. Ich würde sagen, das würde fast niemand bereuen, außer Leute, die absolut keine Früchte haben können. Ja, also gerade so bei der frischen Note könnte ich mir eventuell denken, ja, eventuell könnte es dem einen oder anderen nicht zusagen, weil es einfach doch ein Ticken frischer ist, aber genauso mögen wir es und deshalb müssen wir es auch so bewerten, wie wir es mögen und da ist es einfach wirklich perfekt. Genau, ich denke, wir haben das ganz gut umschrieben. Das soll es dann für das Tabak-Review wieder gewesen sein. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.